Hallo, mein Name ist Svenja Fransen und ich bin Mitarbeiterin der Volksbanken Raiffeisenbanken. In unserem heutigen Tutorial geht es darum, wie Sie ganz einfach mit der VR Banking App Geld überweisen können. Also sollten Sie jetzt gerade noch eine Rechnung zu Hause liegen haben, die noch überwiesen werden soll, dann passen Sie jetzt gut auf. Öffnen Sie bitte die VR Banking App auf Ihrem Smartphone. Wenn Sie auf der Startseite der App sind, finden Sie auf der rechten Seite eine orangefarbene Kachel Neue Überweisung. Klicken Sie bitte darauf. Es öffnet sich nun die Eingabemaske. Ganz oben können Sie über den Pfeil auswählen, von welchem Konto Sie gerne Geld überweisen möchten. Geben Sie jetzt bitte die Empfängerdaten ein. Mit unserer Autovervollständigung ist es möglich, dass bereits genutzte Empfängeradressen direkt angeboten werden, sobald Sie die ersten Buchstaben des Empfängernamens eingeben. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie bitte den Empfängernamen, die IBAN, den Betrag und den Verwendungszweck manuell ein. Unter Ausführung können Sie wählen, ob der Auftrag per Sofort ausgeführt werden soll oder zu einem beliebigen anderen Datum. Ich möchte, dass mein Geld sofort rausgeht. Klicken Sie jetzt bitte unten rechts auf den orangefarbenen Button Eingaben prüfen. Sie werden jetzt direkt in Ihre VR SecureGo Plus App weitergeleitet. Das ist die App, die zur Authentifizierung einiger Aufträge im digitalen Banking genutzt wird. Sie signieren Ihre Überweisung quasi jetzt mit Ihrer digitalen Unterschrift. In der VR SecureGo Plus App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auftragsdaten noch einmal zu prüfen und direkt freizugeben. Ich drücke also jetzt auf den Button Freigeben. Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt. Sie werden jetzt direkt wieder in die VR Banking App weitergeleitet, wo Sie diese Meldung auch noch einmal erhalten. Sie haben jetzt die Chance, diese Überweisung als Dokument direkt abzuspeichern oder aus dieser Überweisung direkt eine Überweisungsvorlage anzulegen. War doch gar nicht so schwer, oder? Probieren Sie es einfach mal aus. Wussten Sie eigentlich, dass die Volksbanken Raiffeisenbanken Genossenschaftsbanken sind und ihren Mitgliedern gehören? Cool, oder? Sprechen Sie uns einfach an.